Hi alle zusammen und willkommen zu Gundam. Jetzt fragt ihr euch, what the fuck ist Gundam? Wo ist mein Tutorial? Ganz einfach, ich möchte für meine Tutorials mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Oh, das war das Falsche gerade. Ein bisschen mehr Zeit lassen. Wie komme ich hier nochmal zurück ins... Irgendwie kommt man zurück ins Menü. Ja, genau so. Ein bisschen mehr Zeit lassen, weil das letzte Tutorial hatte ich die Möglichkeit halt zu sagen, ja. Das könnt ihr ein bisschen selber ausprobieren. Und darum ging es in der Mod auch. Aber ich habe für meine Verhältnisse mich nicht wirklich schnell darauf vorbereiten können und möchte das eben beim nächsten Mal jetzt machen. Mich mehr vorbereiten. Und das schaffe ich einfach in letzter Zeit nicht. Wegen Arbeit, dann bin ich so oft müde. Dann macht man noch irgendwelche anderen Blödsinn. Und ja, bis zum Urlaub dauert es noch ein bisschen. Aber da warte ich gerade drauf. Auf jeden Fall, was ist Gundam? Das ist eine Anime-Serie mit Mechas. Also so Robotern, wo Menschen drin sitzen und die dann eben gesteuert werden. Das ist zum Beispiel ein Mobile Suit und Gundam ist eben auch ein Mobile Suit, bloß eben halt der stärkste oder den der Hauptcharakter halt steuert. In der ersten Mission jetzt hier geht es eigentlich nur darum, dass wir unsere Mechaniken hier kennenlernen. Der erste Gegner bleibt stehen, damit wir halt mal schießen können. Der zweite läuft ein bisschen rum, damit wir merken, oh, ich kann nicht einfach nur das hier machen und treffen. Gut, den seht ihr, jetzt habe ich inzwischen die ganze Lade daneben gehauen. Solche Sachen eben. Worum geht es in dem Anime? Das ist eigentlich prinzipiell ein Konflikt zwischen zwei Seiten. Einmal den Leuten, die im Weltraum leben und die, die auf der Erde leben. Die, die im Weltraum leben, werden halt vertreten durch die Domäne Sion, wie es heißt. Angeführt von der... Muss ich kurz aufpassen. Von der Sabi-Familie. Und die haben dann eben gesagt, ja, wir wollen Freiheit für... die Kolonien, die da oben im Weltraum sind und wollen halt eben das mit allen Mitteln durchsetzen. Ist jetzt natürlich irgendwie die Frage, ist das eine vielleicht eher der Mittel zum Zweck? Wenn man es jetzt mal ganz hart nimmt, ist es quasi halt Nazi-Deutschland gegen die guten Amis. So wie es halt in vielen Dingen ist. Also natürlich ist es natürlich, nicht hier so schwarz-weiß und ich finde die Darstellung ist mal ganz gut. Wow. Ganz gut gemacht. Und in dem Anime selber kommen dann später halt auch noch so New Types dazu. Das ist so eine, ja, eine spezielle Art von Mensch, die halt sich weiterentwickelt haben, die nächste Evolutionsstufe, sowas. Das ist alles ganz einfach gehalten jetzt hier. Und ich spiele ehrlich gesagt auch nicht gerne auf der Seite von der Föderation, weil deren Mobile Suits so ein bisschen unflexibel sind. Da haben die von Sion deutlich mehr. Ich glaube, es gibt so. Nur mal eine Zahl zu nennen, so ungefähr 10 verschiedene Mobile Suits von Zeon und dafür nur 3 oder 4 von den Federations. Ist jetzt nur krass übertrieben dargestellt. Ja, auf jeden Fall im Konflikt haben dann die von Zeon eine ganze Kolonie auf den Boden geschmissen. Also auf die Erde. Und die Dinger sind halt riesengroß. Das ist quasi wie halt ein fetter Meteoreinschlag, um quasi zu sagen: Hey Jungs, wir meinen es ernst. Und jetzt sind wir dann eben im sogenannten Jahr 0079, also 0079. Darum geht es auch in diesem Spiel. Das ist, es gibt verschiedene Gundam-Serien. Und dann gibt es eben auch noch, muss ich kurz überlegen. Weil hier muss ich einen Gord zerstören, das ist so ein fetter Flieger. Und den ich habe, der GM, der ist voll für den Arsch. Normalerweise mache ich immer die schwereren Missionen, weil wenn man da gut ist, bekommt man immer stärkere Mobile Suits gleich. Aber ja, weil ich auf der Föderationsseite spiele, mache ich das immer ungern. Die sind halt so, weiß nicht. Die Mission ist auch nicht leicht. Also die ist zwar als Medium markiert, aber das Problem ist, man soll da halt den Flieger abschießen, während ein Mobile Suit vom Gegner die ganze Zeit auf einen draufballert. Und na, nein, ich will. Ach so, ich muss sie beschützen. Ah, jetzt. Ich hab gedacht, ich muss die angreifen. Weil die gleiche Mission, die macht man halt auch auf Sions Seite. Also wir müssen auf die Leute jetzt hier aufpassen. Jetzt habe ich leider komplett den Faden verloren. Was ich gerade gesagt habe. Ah ja, Anime. Also die Idee hier von dem Spiel ist quasi von dem Anime aus dem Jahr 1979, 80. Ich meine 79 sogar. Den habe ich auch gesehen. Das ist halt so ein alter Anime, wie man sich das halt so vorstellt, was sich so. Ja, alles noch handgezeichnet und irgendwann merkt man, dass ihnen das Geld nicht mehr so ganz gereicht hat, weil dann irgendwelche Animationen
zwei, dreimal gezeigt werden, also die glitzegleichen Animationen. Aber ich kann darüber hinwegsehen. Man kann es auch sagen, das Skript ist jetzt nicht das ausgefallenste oder so, also solche Sachen. Wie ihr seht, ich kann jetzt hier nicht nur im Fernkampf eben mich beteiligen, sondern auch im Nahkampf gehen. Jetzt seht ihr auch, warum ich das so ungerne mache. Weil derjenige, der meistens erst angreift, kriegt auf den Deckel. Und ich bin auch nicht besonders gut darin. Die Serie, die ist jetzt nicht so bekannt in Europa und Amerika, so naja. Aber in Japan ist wirklich bekannt. Also da haben die auch so eine Gundam-Statue. So eine richtige Gundam-Statue gebaut. Den werden wir später auch sehen. Ich spiele jetzt auch die Föderationszeile, damit wir quasi die Geschichte aus dem, ja, sag mal, richtigen Blickwinkel haben, weil die andere Mission ist zwar die gleiche Geschichte, bloß da kämpfen wir halt dann gegen die Guten, anstatt mit den Guten. So, zack. Und ich möchte halt auch mal den Gundam steuern. Muss jetzt halt nur hoffen, dass ich das einigermaßen hinkriege. Ich bin total eingerostet. Früher war ich viel besser in dem Spiel. Und die... Ja, ich bin auch ein bisschen von der PSP-Version verwöhnt. Da ist es halt... da gibt es mehr Auswahlmöglichkeiten. Riesige Auswahl an Mobile Suits. Also holy shit, da gibt es wirklich alles. Alles, was es in jedem Anime, OVA und was weiß ich, was es nicht alles gibt, abgehandelt wurde, ist da drin. Übrigens, ich kenne mich mit Animes nicht so toll aus. Ich, ja, schau halt Gundam und selbst da habe ich nicht alle gesehen. Und das war's dann auch. Das Spiel ist übrigens unglaublich gemein, wenn es um die Ränge geht. Also, ich glaube, das fängt bei 70% fängt der erste Rang an, den sie erwähnen. Und man muss wirklich bei beiden 70 haben. Combat GM, das ist jetzt Mist. Probieren wir es mal, oder? Man kann ja nur in die Hose gehen. Der ist jetzt ein Stern, der ist ein bisschen besser. Ich hoffe, mit dem geht's. Die haben mehr Leben. Ich weiß nicht, ob sie mehr Feuerkraft haben. So, dieses Beep, 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 was da immer wieder mal kommt, das heißt eben, ein Gegner hat mich anvisiert. Und ja, das ist halt bloß eine quasi Warnung. So, aus dem Anime selber ist jetzt noch nichts aufgetaucht, was... Gott. Was... Gott, komm hier nicht zum Sprechen. Was im Anime passiert ist, also das ist hier alles quasi nur Missionen zum Üben. Hier muss man mal aufpassen, weil wenn die einen treffen, das tut unglaublich weh. Oh, das ist das Problem, wenn man Wasser ist, man ist so unglaublich langsam und man sieht jetzt halt, ich sehe jetzt den Gorn nicht mehr. Das heißt, der könnte jetzt auf mich schießen und ich krieg's nicht mit. Und man kommt hier unglaublich schwer wieder raus. Boah, ich hab's geschafft. So. Der fliegt mir jetzt nur weiter davor und das ist der nächste Nachteil. Oh Mann, jetzt hat er noch eine Bazooka in der Hand. So, nachladen. Ja, das ist es nämlich genau, was ich gemeint habe. Eine Bazooka wäre mir hier einfach lieber. Damit ich hier mal ein bisschen Schaden rauskriege. Weil das MG ist halt... Naja. Er wird einfach mal im Wasser, mal so ein bisschen nebenher. Im Wasser ist wenigstens das Ausweichen vereinfacht. Oh, 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 oh. Das sieht jetzt übrigens alles noch einfach aus. Das wird allerdings schwerer. Und mehr kann ich im Augenblick dazu nicht sagen. Ich versuche jetzt einfach bloß diese Mission hinter mir zu bringen, weil das interessante Zeug kommt halt eben erst später. Wenn wir dann eben das erste Mal auf den scheiß fucking Mobile Suit treffen. So, jetzt muss ich ihn erwischen. Jetzt muss ich den Kollegen hier unten. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Nein, 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 Lachlad. Okay, gut. Ich habe nämlich vorhin mal einen kurzen Testlauf gemacht und da habe ich mich ein bisschen zu sehr von den anderen Mobile Suits aufhalten lassen und ja, die Mission nicht geschafft. Hier seht ihr, also 75 sogar. 75% bekommt ihr ein E. Und für den Rang S müsst ihr wirklich
Also, keine Ahnung, wie man das mal hinkriegen soll. Hier ist der nächste Clou. Im Kampagnenmodus bekommt ihr mehrere Mobile Suits gestellt. Und je besser ihr seid, desto bessere und mehr bekommt ihr. Nachteil ist, wenn ihr halt einen in die Mission mitnimmt, wird er beschädigt. Und ab einem gewissen Beschädigungsgrad könnt ihr den überhaupt nicht mehr in die Mission mit hinnehmen. Dann müssen wir halt eine Mission lang andere Mobile Suits verwenden, damit die quasi Zeit haben zum Reparieren. Alles relativ simpel immer gehalten. So. Ja, reden wir vielleicht noch ein bisschen über die Tutorials, die ich jetzt machen wollte. Also das letzte war jetzt ja Tinker's Construct. Eine tolle Mod, wie ich nach wie vor finde. Ich beobachte auch immer wieder mal so, was denn die Mod-Hersteller in letzter Zeit machen. Also ich fand zum Beispiel erstaunlich, dass bei Industrial Craft dann ein paar Sachen wieder zurückgenommen wurden, die ich in meinem Experimental Tutorial Dings gezeigt habe. Und ja, das nächste wäre jetzt dann eben Minecraft Factory Reloaded. Das ist nur eine Mod, die ist genau nach meinem Stil, wie ich spiele. Ich habe nämlich immer, das will ich nicht anschauen. Ich habe immer so das Verlangen, alles zu automatisieren in dem Spiel. Und die Mod hilft einem eben dabei. Komm, ich will nachladen. Ich glaube, irgendwie kann man so nachladen, bin mir jetzt aber nicht sicher. Oder ihr kann das der... irgendjemand kann es von selber nachladen. Oh, da steht er schon. Ja, weg von meinem Kollegen. Flieger abschießen bringt überhaupt nichts, das kostet bloß Genauigkeit. Hier sehe ich jetzt eben, von hinten kommt gleich jemand, der hat mich auch schon anvisiert. Im Augenblick bin ich nur anvisiert, er schießt nicht und sobald er schießt von der Seite, wird es eben rot. Und Sieg. Alles noch einfache Missionen, wie ich finde, sehr überschaubar. Aber das nächste ist auch natürlich im... Bei der Föderation bin ich auf der Seite des Gundams und auf der Seite von Sion bin ich gegen den Gundam. Und da kann es passieren, dass der euch einmal abschießt und dann war's das. Hört jetzt immer... Jetzt geht's nämlich los, jetzt geht der richtige Story-Modus los, so wie es eben im Anime ist. Der Held betritt eben den Gundam und nimmt ihn in Betrieb. Den sehen wir auch schon von Anfang an. Der ist... Der sollte... Okay, dann spawnt der wahrscheinlich noch. Der kommt nämlich dann genau hier auf der Plattform. Außer es ist noch nicht die Mission, was ich aber nicht glaube. Also, im Anime ist es jetzt eben so, die von Sion haben mitgekriegt, oh, da ist irgendwas faul. Irgendwo sollen hier Geheimwaffen hergestellt werden. Und die schicken dann eben den, ich kann immer einen Antagonisten, Char Aznable, hin, um das halt zu untersuchen. Und der schickt halt sein Team rein, etc. pp. Und da finden die dann eben die Geheimwaffe. Ich denke mal, das sind jetzt mehrere Missionen ineinander, weil hier der Gun Tank ist, was auch eine von diesen experimentellen Waffen. Oder halt von diesem Projekt V, Project V, wie es eben heißt. Holy shit. Mist. Die bekommen leider immer so ein bisschen Unverwundbarkeit, wenn sie auf den Boden fallen. Ich allerdings auch, also... Na. So, jetzt. Zuschlagen ist übrigens auch ein Treffer. Das heißt, wenn ich zuschlage mit meinem Schwert und daneben haue, zählt das als nicht getroffen. Also manchmal finde ich das so ein bisschen unfair, weil man halt in der PSP-Version bekommt man halt ein S dann viel leichter. Also da geht es dann auch mehr darum, dass man eben sein Ziel erfüllt hat, als zu schauen. Ne? Als eben zu schauen, wie... Gut bist du ausgewichen, wie viele Treffer hast du gehabt, etc. etc. Aber nichtsdestotrotz macht das Spiel trotzdem Spaß. So, anscheinend schaffe ich es nicht mehr in dieser Folge. Oh, Ausweichrate 100%, immerhin etwas. Das eigentliche Project V anzuschauen, ich denke mal, das kommt jetzt. Da haben wir jetzt nämlich gleich zwei Missionen. Geheimtest mit MS hoher Reichweite. Geheimtest mit einem mittleren Reichweite. Ach, jetzt darf ich welche testen. Also die lassen mich jetzt einmal hohe Reichweite. Das ist in der Gun Tank. Steht das dabei? Ja, Gun Tank. Und Gun Cannon. Das sehen wir uns dann eben in der nächsten Folge an. Bis dann.